Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster. So, ich habe hier eben ein kleines bisschen noch am Tempo rumgespielt. Die Aufnahme ist mir aber leider abgeschmiert. Nicht weiter tragisch, waren erst 3 Minuten. So, jetzt wollen wir doch mal gucken. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, wie das hier so ist, wie ich es mir vorstelle. Ich beschleunige einmal ganz kurz, dass wir bis zu dem Punkt hinfahren, wo es dann losgeht, so richtig. So, und jetzt beschleunigt das Ding. Sieht schon doof aus mit den Stützen hier. Ah! So. Ja, es fühlt sich gar nicht so schlecht an, wenn man jetzt selber drin sitzt. Dieser kleine Ruckler ist halt blöd. Ich weiß aber nicht, wie ich den irgendwie rausbekommen kann. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Da müsste ich die Kurve noch ein bisschen mehr überneigen, weil da wird man wirklich richtig krass rumgeworfen in der Kurve. Da war so mein erstes Gefühl an dieser Stelle war so, what the hell? So, das würde ich hier wirklich noch ein bisschen mehr überneigen. So. Das wäre dann zu viel. So, jetzt müssen wir gleich nochmal fahren. Das wird heute viel jetzt mit Testfahren auch werden. Aber ich glaube, das dürfte euch ja gerade gut gefallen. Es wird generell jetzt viel mit Testen. Ich hoffe, das stört euch nicht. So, jetzt machen wir mal wieder langsam auf normale Geschwindigkeit. Aber es ist einfach, ich finde, wenn man eine Achterbahn nachbaut, dann hat das sehr, sehr viel mit Versuchen und Rumprobieren und Testen zu tun. Das müssen wir wohl generell nochmal überarbeiten. Oh je, oh je. Okay, wir neigen hier schon mal ein bisschen mehr. So, die ist richtig steil, der Punkt. Und den vielleicht nur so ein bisschen. So, und jetzt würde ich aber das Ganze nochmal bis hier, ab da nochmal glätten. So, ein Zug kommt gerade nicht. Jetzt kommt gleich einer. Jetzt müssen wir das nochmal ausprobieren. Diejenigen, die Blue Fire kennen, die wissen, da wird man so richtig nach rechts reingedrückt. Hui! Das können wir vielleicht auch noch ein ganz kleines bisschen überneigen. Nicht viel, nicht viel, ein bisschen. Da fährt man ziemlich seitlich durch. Das kann hier so an der Stelle. Es ist jetzt schon deutlich weicher, aber es kann an dieser Stelle tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr sein. Hier würde ich gerne noch einmal so drehen. So, und hier dann. Einmal eindrehen. So. Ich glaube, das ist besser so hier oben. So, auch das glätten wir nochmal. So, und das hier, wie gesagt, das hätte ich gerne noch einen Ticken. Yeah, noch ein bisschen mehr rum. So, jedes Stück eins mehr drehen. Bis dahin. So, und das wird jetzt nochmal. So, das wird jetzt nochmal mit diesem Smooth-Tool überarbeitet. Jetzt hätte ich gerne diesen Bereich ja auch nochmal smooth. So. Und jetzt gucke ich gerade nochmal nach rechts auf meinen Bildschirm, wo ich die ganze Zeit das Blue Fire-Video sehe. Und jetzt habe ich es verpasst. Es geht danach, glaube ich, direkt nochmal hoch.
Weiß nur nicht, auf was für eine Höhe. So ungefähr vielleicht. So, da kommen ein paar Bremsen hin. Ist vielleicht ein bisschen kürzer. So. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu heftig, oder? Ha, das ist so viel, was man hier bedenken, also was man hier beachten muss. Es geht tatsächlich vielleicht ein bisschen zu heftig nach oben, ein bisschen zu schnell, so dieser Bereich hier unten. Aber das werden wir gleich sehen. So, wir machen nämlich direkt nochmal eine Probefahrt. Ist vielleicht auch schöner, wenn wir wirklich Probefahrten machen, anstatt dass wir es uns so angucken. Obwohl, es ist gar nicht so schlimm, die Stelle. Es ist gar nicht so schlimm, tatsächlich. Auf was sollten wir hier runtergebremst werden? Ich weiß gar nicht, was hier für Bremsen sind in dem Bereich. Magnetbremsen, Blockbremsen, Trimbrakes. Dient dazu, den Wagen mitten in der Fahrt Geschwindigkeit zu nehmen. Das ist ja eigentlich das, was wir wollen, aber ich glaube, das ist trotzdem was anderes. Ich glaube, das sind Magnetbremsen, oder? Ich gucke jetzt gerade nochmal auf das Video neben mir, wo die Bahn gerade im Tunnel ist. Das hier geht aber ein bisschen weicher auch nach oben. Das ist nicht... Also zumindest so ein bisschen der erste Bereich. Das ist etwas zu hoch, merke ich schon. Dann wird er zu langsam. Ja, was ist denn das da? Oh Gott, ich weiß nicht, was da für Bremsen sind. An dem Part. Das sind die Magnetbremsen. Hier, Twin Brakes. Flexibler als Reibungs- oder Magnetbremsen, aber auch teurer. Das ist eigentlich das, was am Ende reinkommt. Zielgeschwindigkeit. Pff. 50 vielleicht? Wie schnell ist der denn da noch? Ich weiß es nicht, wie schnell der da noch ist. Ich weiß es nicht. So, jetzt kommt gleich wieder der Part im Video. Das ist echt nicht so einfach. Der ist in diesem Part hier. Es geht ja gar nicht so steil runter. Also ein bisschen... Eine ganz leichte Kurve ist da drin. Eine leichte Neigung auch nur.
Ist er jetzt wieder gerade? Ja, er ist auf Null. So vielleicht? Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Wow. So. Guck jetzt gleich im Video, da fährt es gleich in den Looping rein. So, jetzt sind wir ungefähr gleich bei Looping, bei Video und ja, wir sind ein bisschen langsamer. Und dann so eine leichte. Und dann geht's hoch und dann kommt diese Schraube. Wir müssen erstmal generell noch einen Ticken schneller werden. Das fällt mir auf. Wir müssen doch noch etwas schneller werden. Ich schraube das hier mal hoch. So. Und an dieser Stelle, ich muss es aber einen ganz kleinen Ticken langsamer, glaube ich. Nicht viel, aber etwas. Machen wir 10 Stundenkilometer weniger. Und hier... geht es jetzt durch diese... Ach, guck. Hammerhead Turn. Kann man jetzt mittlerweile auch direkt so nehmen. Wo ist denn? Wo ist denn? Nee, das, sowas will ich nicht. Uninverted, in diesem Jahr. Oh Mann, Hilfe, es ist ja eine Rolle eigentlich. Es ist so ein Korkenzieher. Aber die sind es schon mal alle nicht. Das ist ja nur so ein einfaches Teil. Sowas hier ist das, ne? Okay, ich muss jetzt mal ganz kurz abwarten, bis er wieder zu der Stelle kommt. So. Ja, genau sowas ist das. Aber vielleicht noch ein bisschen höher vorher gehen. So, und jetzt? Nein, so passt das wieder nicht. Ach, Mann. Ich will das Ding gerne... Grrr. Gnarf. Und wenn ich so mache? So müsste es eigentlich auch gehen, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wünsche gern, dass ich das hier... Das hier muss weg. Das soll direkt noch so ein bisschen nach unten auslaufen länger. So, jetzt kommt hier die Bremse. Die nicht viel bremst. Wir sind ja an der Stelle aber tatsächlich auch schon wieder... Wir sind hier tatsächlich ein Ticken zu langsam. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Das hier möchte ich gerne... Ich möchte, dass wir hier nochmal beschleunigt werden. Ich weiß nicht, wie schnell wir da sein müssen. Oh. Mein blödes Handy, du bist auf lautlos gestellt. Schäm dich. So, nein, 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 stopp. Da möchte ich weiterbauen. Da kann ich vielleicht diesen... Ja. Genau, und da möchte ich jetzt nochmal ein bisschen beschleunigen, weil ich glaube nämlich...
Kriege ich das hier nicht irgendwie gesmooth, dass das hier wirklich einen glatten Übergang gibt? Ich will das doch nur ein bisschen... Aha. Das ist jetzt irgendwie blöde. Ich muss das hier alles generell wegmachen. So, wie lange dauert das jetzt so? Ja. Die hier dürfen nicht auf so eine langsame Geschwindigkeit abbremsen. Und die müssen einfach noch ein bisschen mehr beschleunigen. So, ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Testfahrt. So. Und dann gucken wir uns jetzt mal an, wie sich das anfühlt. Ob das halbwegs... Hier vorne waren wir nämlich definitiv auch zu langsam für Blue Fire-Verhältnisse. Okay, das muss natürlich noch weicher gemacht werden. Aber ansonsten ist es doch jetzt von der Geschwindigkeit her gar nicht so schlecht, oder? Oder was meint ihr? Könnt mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ich finde es sonst gar nicht so schlecht. So, das hier wird definitiv noch geglättet. So. Das sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Ja, ihr Lieben. Warum ist denn da hinten noch die Markierung? Das ist jetzt dann unser aktueller Stand von der Blue Fire. Sie nimmt immer mehr Gestalt an und immer mehr Formen. Wir müssen definitiv hier noch einen langen Weg... Ja, es wird noch ein harter Weg. Aber wir haben ja ein Drittel der Bahn ungefähr fertig. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ist eure Meinung bislang. Es tut mir echt leid, dass ich das hier irgendwie nicht wegbekomme. Das nervt mich selber tierisch. Vielleicht kriege ich das noch irgendwie hin, indem ich hier unten ein bisschen früher schon abflache. Ich muss mal gucken. Wir basteln ja noch. Also, Lieben, danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!